Gott, ich wette, das Ding bricht ein. Scheiße, wir werden abstürzen. Ja. War doch klar. Ziemlich kurze, muss ich sagen. Ziemlich kurze. Oh, liegt hier noch was drin? Nein! Scheiße. Ich hoffe, ich werfe die Schüsse jetzt nicht weg, wenn ich einfach so nachlade. Na, komme ich denn noch rein? Ich würde vielleicht gerne noch etwas Munition gut nehmen. Das wäre nämlich gar nicht so schlecht. Denn ich merke schon, es ist hier ganz schön knapp. Ein Einsturz, Mist. Und eine Treppe, wie praktisch. Sieht mir nach einer Falle aus. Scheiß drauf, gehen wir. Wo denn? Hier die Treppe hoch. Okay, weg hier. Vorsicht! Oh. Hallo? Boah, ich dachte, ich wäre gestorben. Die Station war nicht mehr weit entfernt. Aber Bourbon warnte mich, dass unser Weg durch die vergessenen Katakomben führen würde. Okay. Na, verdammt. Als wenn Norsalis hinter uns nicht genug wären, stecken wir auf einem beschissenen Friedhof fest. Artyom, durchsuche die Leichen und versuche uns hier rauszubringen. Gut. Ups. Wieder schlecht. Hallo, ich wollte die Leichen noch durchsuchen. Ha. Munition. Gut. Rostiges Stück. Komm schon. Los. Öffne dich. Artyom, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Denk an unsere Ab... dich, Junge. Komm schon. Braves Gitter. Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür. Ich höre, du rufst mich. Oh. Was ist denn jetzt los gewesen? Bin ich gestorben oder? Letzter Sprecher von Glan. Was ist denn jetzt los gewesen? Und versuche uns hier rauszubringen. So. Schön. Komm schon, öffne dich. Artyom, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt.
Ja. Denk an unsere Abmachung. Ich zähle auf dich, Junge. Super, wo komm bist schon. Du? Braves Gitter. Da bist du. Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür. Ich höre, du rufst mich. Ja, meine Herrin. Ich höre dich. Ja, ja, ja. Immer, immer. Oh ja. Jetzt bin ich glücklich. Deine Lieder sind herrlich. Sing weiter. Sing nur für mich. Okay. Hallo! Was zum Teufel ist mit mir geschehen? Artyom, hast du diese Lieder gehört? Das wünsche ich keinem Feind. Ich hab's ehrlich gesagt nicht. Weißt du, du bist härter, als du aussiehst. Gehen wir los. Wir sind fast am Markt. Wäre schade, wenn wir so kurz vor dem Ziel gefressen werden. Ja. Hopp. Hopp. Hat der vielleicht. Ah. Ja, komm, nimm mal die lieber. Scheiße. Scheiße. Weißt du, du bist härter, als du aussiehst. Gehen wir los. Wir sind fast am Markt. Wäre schade, wenn wir so kurz vor dem Ziel gefressen werden. Nein. Gut. Das bedeutet nochmal das Ganze. Noch einmal. Noch einmal. Ja. Lade. Weißt du, du bist härter, als du aussiehst. Gehen wir los. Wir sind fast am Markt. Wäre schade, wenn ja. Wir so kurz vor dem Ziel gefressen werden. Ich möchte auch nicht gefressen werden, glaub mir. So, aber der hier hat... so eine schöne Waffe. Och ne. Gut, so geht's auch. Licht anmachen. Komm. Und hier ist der Markt. Bleibe ruhig. Onkel Bourbon bringt uns schon rein. Ah nein, ich möchte raus. Hallo? Gut. Das hört sich nicht ruhig an, um ehrlich zu sein. Das hört sich gar nicht ruhig an. Licht aus. Ich hoffe, man ist damit unauffälliger. Hey, Leute, aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben. Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen. Das... Mistkerle, wen habt ihr da mit euch geschleift? Verdammte Nosales! Semyon, starte den Wagen! Wir bergen diese toten Männer! Artyom, halt durch! Das Schicksal ist auf unserer Seite! Geil. Das bedeutet mal eben. Whoops. Wow.
Nein, ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Wow. Hilfe. Da oben war noch einer. Ja. Hier ist auch noch einer. Komm. Rein mit dir. Ich habe. Hey, ihr! Treibt euch! Tu, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Trügen mich meine Augen? Bourbon, alter Freund, bist du das? Und ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dich lebendig wiederzusehen. Simon, schau, wer die Nosalis aufgeschreckt hat. Gott verdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalic, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus. Bourbon kommt zu Besuch. Okay. Und jetzt lauf nicht weg, Bourbon. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Das verstehe ich jetzt nicht. So ganz. Hier rein. Rein hier. Gut. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Okay. Sofort die Waffen wegstecken! Wer sind sie? Ins Licht kommen! Langsam, langsam! Ich will verdammt sein! Es ist Bourbon! Hey, Leute! Die beiden sollten wir besser durchsuchen. Und, alter Saufbold, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef, ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst dein Auge auf den da. Nicht bewegen! Stillgestanden! Ich rede mit dir! Die gucken mich an. Die gucken mich an. Okay, die beiden können durch. Willkommen auf dem Markt. Lass uns gehen, oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Hey, nein. Einen anderen Tonfall gefälligst. Wir stecken tief in der Scheiße. Keine Chance, dass sich diese Wagenjungs auszahlen kann. Wir können von Glück sagen, wenn sie uns für den Rest unserer Tage Sie werden uns stürmen und dann die ganze Station abschlachten. Wir kommen in der Mitte des Tunnels. Es ist eine ausgebrannte Das nächste Ding, was ich sie vor Jahren sah, saßen darin noch die verkohlten Körper der Opfer. Ein Albtraum. Man kommt nur schwer am Zug vorbei, da die Tunneldecke eingestürzt ist und der Raum zwischen